Hallo, Sie fahren heute den Ersatzzug für den ICE 276 nach Berlin Ostbahnhof. Lassen Sie die Fahrgäste einsteigen, Abfahrt ist um 14.23 Uhr. Die Strecke ist, wie immer, stark belegt. Achten Sie auf rote Signale und damit eine gute Fahrt. Gleichzeitig auch ein Hallo und herzlich willkommen auf der Strecke Freiburg-Basel. Wir sind heute unterwegs mit der Baureihe 120, der 119-4. Die werden wir aber, naja, ich sag mal, nicht aktiv fahren, sondern wir werden 120, 150-4, glaube ich, steuern, die nämlich am Kopf unseres Zuges hängt, denn wir sind heute im Sandwich-Betrieb unterwegs. Die andere 120, vorne am Zug und die gerade eben schon gezeigte hinten am Zug schon dran. Ja, um den mal startklar zu machen, würde ich sagen, stecken wir mal ganz kurz den Kopf in Fahrtrichtung rechts aus dem Fenster raus, geben die Türen für unsere lieben Fahrgäste frei, damit die hier einsteigen können, mit der Taste T, und wechseln dann wieder in den Führerstand des führenden Triebfahrzeugs in Fahrtrichtung und rüsten das heute mal zeitbedingt durch die automatische Aufrüstprozedur auf, indem wir die Taste Steuerung und die Taste Z drücken, und zwar gemeinsam das Ganze für, ungefähr fünf Sekunden gedrückt halten, und dann wird der automatische Aufrüstvorgang aktiviert. So. Das ZDS-System und ZWS-System wird eingeschalten. Die Z-Multiplexe Wendezugsteuerung. Und dann gleich noch der Leuchtmelder-Test. So, Stromaufnehmer an beiden Fahrzeugen werden gehoben. Ebenfalls über das ZDS-System, und der Hauptschalter wird dann auch eingeschalten, sobald die Fahrtradspannung da ist. Die drei weißen Spitzenlichter an der Front und die zwei roten Rücklichter werden ebenfalls eingeschalten, und sobald die Meldung kommt, dass der automatische Aufrüstvorgang beendet wurde, dann kann das Fensterchen auch weggeklickt werden. Vielleicht noch ganz kurz als Info, mit Steuerung Shift und Z kann bei teilweise anderen Virtual Railroads Fahrzeugen ebenfalls der automatische Aufrüstvorgang aktiviert werden. Das noch ganz kurz als kleiner Hinweis. Mit der Taste I schalten wir die Instrumentbeleuchtung ein, mit der Taste L die Führerstandsbeleuchtung. Unser Schaffner hat auch gerade schon gepfiffen. Und dann würde ich mal sagen, geben wir hier schon mal den Türschließbefehl rein. Mit der Tastenkombination Shift und T. Die Türen fangen an mit Piepsen. Werden sich auch gleich schließen. Für uns noch ganz wichtig, auch wenn die Türen jetzt schon zugehen, wir müssen noch die Zugsicherungssysteme aktivieren. Na, was ist denn jetzt? Haben wir eine Türstörung? Ja. Die Türen piepsen, aber sie wollen sich nicht schließen. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie im Ersatzzug für ICE 276 nach Berlin Ostbahnhof. Über Freiburg, Offenburg, Baden-Baden, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Fulda, Göttingen, Wolfsburg und Berlin. Unser nächster Halt ist Freiburg Hauptbahnhof. Den erreichen wir gegen 14.53 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Ja, die gute Fahrt, die wünsche ich mir auch. Und das hoffentlich auch ohne Probleme weiterhin in der Türsteuerung. So, die direkte Bremse am Fahrzeug löst sich. Alle Handbremsen im Zugverband sind gelöst. Und damit können wir aufbrechen. Ich habe das Ganze jetzt hier mal etwas noch beschleunigt. Und unser Zugkleider oder Zugchef hatte hier an der Stelle die Durchsage noch im Stillstand sogar gemacht. Wir rollen los, Leistung wird aufgeschalten, das Wechselblinken von der PZB können wir mit der Freitaste auch beenden, und damit verlassen wir den restriktiven Modus. Die Leistung wird ganz schön hochgedrückt, wir dürfen mit 100 km pro Stunde hier aus Basel-Badischer Bahnhof ausfahren und werden dann auch gleich, ich glaube hier vorne auf der Brücke kommt es dann, in den 120er Abschnitt, passend zur heutigen Baureihe, einfahren, wo wir dann eben mit höheren Geschwindigkeiten entlangfahren können. Ja, ganz kurz mal noch die Zugschlusssignale überprüfen. Zweimal rot hinten dran, so soll es sein. Und im Zugverband hängen heute, ich glaube, drei Wagen der ersten Klasse und sieben oder acht Wagen der zweiten Klasse. Des Weiteren haben wir heute leider kein Bordbistro an Bord oder kein Bordbistro im Zug. Und unser nächster Halt, gerade schon in der Ansage vom Zugchef gehört, wird dann Freiburg im Breisgau Hauptbahnhof sein. So, hier im Führerstand ist alles okay, wenn ich das jetzt so richtig einsehe.
Genau, AFB haben wir schon aktiviert. LZB ist auch aktiv. Gleich müssen wir nochmal auf 110 runterbremsen in circa 2 Kilometern. Aber das sollte jetzt auch keine weiteren Probleme aufweisen. Hier oben leuchtet auch nichts. Ganz kurz mal noch gucken wegen den Lüftern, ob die schon in Automatikstellung sind. Aber auch das scheint hier von der Lokomotive automatisch ausgewählt worden zu sein. Beim automatischen Aufrüsten eben. So. Lass mal den Zug hier mal ganz kurz an uns vorbeidonnern. Drüben haben wir ganz kurz in den Güterbahnhof hineingeguckt. Die schönen Wartezeichen. Ne? Und da zieht unser Zugverband vorbei. So, wir müssen dran denken, ne? Einmal runterbremsen. Und zwar auf 110. Deswegen, Leistung schon mal zurück. Und jetzt bitte. Genau, kommt erstmal der G-Leuchtmelder. Und außerdem aktivieren wir die elektrische Bremse. So, ganz leicht nur. Die 110, naja, die werden dort vorne ab dem Ende des Weichenbereichs wahrscheinlich gelten. Oder ab dem Gleisbogen. 250 Meter noch. Wir sehen das Ganze auch hier wunderschön in der Mittelanzeige von der LZB. Genau, und ab hier gelten die 110 Korrektur. Da kommt auch ein LZB Bereichskennungswechsel. Und wir geben Leistung rein und beschleunigen. So, jetzt können wir eigentlich den Hebel voll auf den Tisch legen, auch von der AFB. Der kann ganz nach vorne ausgelegt werden. Wenn ich richtig informiert bin, wird der heutige Fahrweg auch über oder durch den Katzenbergtunnel führen und damit über die Neubaustrecke oder die Ausbaustrecke hier zwischen Freiburg und Basel. Wobei sich ja auch der Gleisverlauf zwischen Freiburg und Basel schon mittlerweile im, ja, ich sag mal, Gegensatz zum hier nachgebauten Zustand schon drastisch verändert hat. Gerade auch hier der Streckenabschnitt, wo wir jetzt drin sind, der ist, Schrägstrich war, lange Zeit Dauerbaustelle. Und ja, die Rheintalbahn müsste hier ebenfalls schon, ich glaube, viergleisig ausgebaut sein. Ja, die Lokomotive hat schön von selbst auch auf 100 runtergebremst, aber was die Leistungszunahme hier angeht, das gefällt mir noch nicht so richtig. Drüben auch eine Brückenbaustelle. So, und wir zweigen ab in Richtung Neubaustrecke. So, wieder rein in den Führerstand. Jetzt dürfen gleich 160 gefahren werden. Wir nehmen nochmal ganz kurz die Leistung ein Stückchen zurück. Und, oh, Tatsache, sogar 200. Dann langsam Leistung erhöhen. Ja, das Coole ist jetzt auch, wir haben in der Anzeige für die Zug- und Bremskraftvorwahl einmal an diesem, naja, ich sag mal, gelben Tachometer, da haben wir quasi die Zug- und Bremskraft von der ersten Lokomotive, also das führende Triebfahrzeug, und der weiße Strich hier außen, diese weiße Markierung, die ist dann nochmal die, oder zeigt uns die Zug- und Bremskraft der zweiten Lokomotive an, die sich eben hinten im Zugverband eingereiht hat. Nebenan noch ein 185er mit Containerzug. Noch schön Signal geführt. Was macht denn der mit dem Spitzenlicht? Der hat das Spitzenlicht gerade auf Rücklichter angewählt. Na, liebe Kollegin, das hast du vergessen. Jetzt schaltest du es wieder um. Du wolltest uns nur ärgern. So, die 120 haben wir auf dem Tacho, die 200. Was ist denn heute nur los mit den Geschwindigkeiten? Dass ich die ständig durcheinander werfe. 200 haben wir auf dem Tacho und damit geht's in den Katzenbergtunnel hinein. Jetzt sehen wir auch rechts und links schon schön, dass hier Notbremsüberbrückungsabschnitt ist. Sprich, wenn wir hier eine Notbremsung bekommen würden, dann sollten wir nach Möglichkeit nicht in diesem Tunnel anhalten, da uns eben hier Rettungskräfte, also Feuerwehr, Rettungswagen, ja, vielleicht auch Polizei etc. nur sehr, sehr, sehr schwer erreichen könnten. Und ja, in so einem Fall soll dann eigentlich eine Notbremsung überbrückt werden vom Triebfahrzeugführer und er soll dann eben das Fahrzeug oder den Zugverband außerhalb dieser NBÜ-Abschnitte zum Stehen bringen. Sei das jetzt ein Bahnhof, sei das vielleicht auch die freie Strecke.
gerade beim Katzenbergtunnel, da kann man dann mal noch ganz entspannt eigentlich den Hörer vom Zugfunk in die Hand nehmen, vom Zugfunkgerät, und der Fahrdienstleitung kurz Bescheid geben, wo wir denn nun anhalten. Es sei denn natürlich, es ist eine akute Bedrohung, die eben durch die Fahrt hervorgerufen wird, dann sollte man auch trotzdem, ja, wenn es eben nichts Schlimmeres ist, wo jetzt bedingt Hilfe benötigt wird, sei es jetzt durch Rettungskräfte etc., dann kann man natürlich auch hier im Tunnel anhalten. Angenommen, keine Ahnung, der Radreifen hat sich gelöst oder was weiß ich, Zugtrennung etc., gut, dann hältst du sowieso an. Aber ja, da gibt es hunderte Möglichkeiten, die jetzt nicht, ich sag mal, direkt gefährdend sind oder wo es nachteilig wäre, im Tunnel anzuhalten, und eben auch zahlreiche Situationen, wo sich das im Tunnel anhalten jetzt nicht wirklich, ja, bemerkbar machen würde. Eine feste Bremse zum Beispiel, da gehe ich auch dann davon aus, da würdest du wahrscheinlich im Tunnel anhalten und dann, ja, bei einem Güterzug, ja, lass es mal Nacht sein, oder spielt ja eigentlich keine Rolle im Tunnel, ein bisschen Beleuchtung hast du hier immer, aber tageszeitabhängig ist das ja nicht. Dann gehst du halt auch hin und meinetwegen, ja, überprüfst nochmal, sind wirklich alle Bremsen gelöst, beziehungsweise an dem von der Heißluftverordnungsanlage gemeldeten Wagen, dass man da eben nochmal speziell nachschaut. Aber ja, darum soll es jetzt heute gar nicht gehen. Wir fahren heute den Intercity 119, ne? Ach ne, wir fahren den Ersatzzug für den ICE 296. Den 119er bin ich vor ein paar Tagen gefahren. Da war ich jetzt durcheinander. 200. Wir haben doch noch 3 Kilometer. Wieso nimmst du mir die Leistung raus? Wieso? Okay, das ist ein sehr frühes Reinbremsen. Naja, soll der Lokomotive gegönnt sein, wenn sie das so möchte. Sieht aber echt schön aus hier. Die Ausfahrt aus dem Katzenbergtunnel, in Fahrtrichtung rechts direkt die Weinreben. Und so schön sonnig, wie das hier auch über der Landschaft hinweg strahlt. Echt genial. Oh, 150 kN Bremskraft pro Lokomotive. Stark, stark. Ja, wir sehen auch, ne? Die bremst voll und ganz mit der E-Bremse rein. Die kriegt die gesamte Abbremsung mit der E-Bremse bewältigt. Ah, hier wird es ganz knapp. Na doch, wir sind hinter der Tachonadel. Ja, dann löst du doch nochmal ganz kurz mit der Luftdruckbremse rein. Bremse lösen, Taste mal betätigen und dann führt es uns jetzt wahrscheinlich hier wieder ins Regelglas hinein. Wieso will jetzt die E-Bremse nicht ausgehen? So. Da müssen wir doch nochmal eingreifen. So einen kurzen Moment warten, bis die wirklich bei 0 angekommen ist. Ich glaube, das ist jetzt nur ein Parallaxenfehler, der uns hier, ja, eine E-Bremskraft vorgaukelt. So, und dann können wir wieder Leistung reingeben und die 100 anpeilen. Na, gleich sogar 160. Die LZB wird ja sowieso gleich hochspringen. Dauert aber natürlich noch so lange, genau, bis die Lokomotive hinten auch drin ist, oder den Weichenbereich verlassen hat und eben im 160er Abschnitt eingefahren ist. Erst wenn der gesamte Zug den Weichenbereich verlassen hat, beziehungsweise die LF7-Tafel passiert hat, dann wird beschleunigt. So, der Kollege im ICE 1 wird gegrüßt. Ganz kurz mal das Pfötchen heben und rüberwinken. Sehr schön. Also 120 fahren macht echt Spaß. Und die 120er sind ja auch tatsächlich hin und wieder immer noch auf der Rheintalbahn anzutreffen. Sei das jetzt für WRS, Bahnlogistik 24, die hängen da öfters auch mal vor so Containerzügen.
Schaut auch sehr gut aus. Gerade die 120 in Blau von WRS ist die, glaube ich. Die finde ich richtig genial. Also optisch schaut die richtig, richtig cool aus. Die hat so einen richtig schönen, naja, hellen Blauton. Wirklich, das sieht top aus. Ich glaube, ein gelbes Logo hat es an der Seite dran. Das sind ja auch noch so die einzigen, ja, 120er, die man im Dienst antrifft. Eigentlich schade, dass die mittlerweile schon den Weg, ja, in die Z-Stellung gefunden haben. In die Abstellung. Dass die jetzt eben auch mal Abgleis herumschlummern. Aber wer weiß. Vielleicht werden einige private Eisenbahnverkehrsunternehmen noch bei den 120ern zugreifen. Und allzu lange soll es ja auch mit deren Nachfolgemaschinen im Fernverkehr, der 101er, auch nicht weitergehen. Die werden ja dann wahrscheinlich früher oder später auch entweder den Weg in andere Geschäftsbereiche antreten, also von DB Fernverkehr weg, meinetwegen ja, zu DB Cargo vielleicht oder anderen privaten EVUs. Aber allzu lange werden die wahrscheinlich auch nicht mehr überdauern. Naja, wir dürfen gespannt sein, was sich die Deutsche Bahn da in den nächsten Jahren noch einfallen lässt. Unter anderem ist ja auch der, ja, Dieselausstieg geplant. Die Deutsche Bahn möchte ja gerne sämtliche Dieselfahrzeuge, ich glaube es sind ja 2023, 24, 25, irgendwie so in der Drehe, ja, ersetzt haben durch Elektrotriebfahrzeuge. Bin ich echt gespannt, wie sie das machen wollen. So, wir springen mal ganz kurz nochmal an den Streckenrand. Aber bitte nicht auf dem Feldweg. So. Und da feuert sie durch. Das ist echt cool. Also die 120er, die haben auch halt eine unglaubliche Leistung. Vor allem hier in Doppeltraktion oder eben Sandwich-Betrieb. Und dass die auch nur mit der E-Bremse bremsen können. Oder dass sie nur mit der E-Bremse den ganzen Zugverband so stark abbremsen können, dass es eben für die Bremskurven der LZB, ja, teilweise ausreicht. Das finde ich echt betrachtlich. Sehr, sehr, sehr cool. Da kannst du ja fast schon die Bremsklötze sparen. Wobei die IC-Wagen hinten dran, ja, mit Scheibenbremsen ausgestattet sein werden. Sehr schön, hier haben wir die gedeckten Wagen mit drin. Einmal die offenen für, naja, Schotter, Kohle etc. Und dann eben nochmal die gedeckten für, ja, Salz oder vielleicht sogar auch Kali. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall für witterungsempfindliche Ladegüter. Die Wagen sehen dann quasi aus wie, oder sehen den EHOS X-Wagen zum Beispiel sehr ähnlich, haben dann aber eben noch so eine, ja, Plane oben drüber, die eben vor Wind und Wetter schützen soll. Signale grün, freie Fahrt für uns. So, wir gucken auch mal ganz kurz. Einmal zwischenspeichern und dann, wie weit es denn noch bis Freiburg ist. Es sind noch 21 Kilometer, dann wird es gar nicht mehr so lange dauern. Allerhöchstens vielleicht 15 Minuten, wenn wir noch leichte Verzögerungen reinkriegen. So, 120 werden wieder angepeilt. Und das ist eben auch das Schöne an den LZB-Abschnitten. Wir müssen uns hier weniger darum kümmern, dass wir die Geschwindigkeiten einhalten. Das eignet sich für so eine, naja, Fahrt hier, die wir gemeinsam durchführen, immer ganz gut. Weil, ja, wenn ich eben mal quatsche, dann ist es auch schwierig, die ganze Zeit die Signaltafeln im Auge zu behalten. Besonders dann, wenn wir eben in der Außenansicht sind. Im Führerstand geht das eigentlich noch. Wenn wir so drinnen sitzen, dann, ja, übersieht man das eigentlich auch nicht. Weil man guckt ja so oder so vorne raus und ist jetzt nicht vollkommen fokussiert auf das Gespräche. Aber wenn es dann eben darum geht, ne, hier, guck dir mal den schönen Sturmaufnehmer an oder schau dir mal die schöne Zuggarnitur hinten an, dann vergisst man eben mal schnell vorne rauszugucken. Beziehungsweise es ist teilweise auch unmöglich, alles im Auge zu behalten. Aber
die Ablenkungen hat man ja in der Realität auf der Lokomotive zum Glück nicht, dass man da irgendwie gleich noch eine Drohne fliegen muss, um die Kamera auszurichten. Das sind alles so Sachen. Das entfällt natürlich in der Realität. So, Leistung mal zurücknehmen, nicht zu heftig beschleunigen. Sonst rutschen uns die Omis hinten von den Sesseln runter. Das wollen wir ja auch nicht. Oder die kleinen Kinder fliegen durch den Zug. Unsere Passagiere sollen nach Möglichkeit ohne Platz- und Schürfwunden an ihrem Reiseziel ankommen. Und freie Fahrt. Für die nächsten, naja, rund 8 Kilometer. Was kommt denn da vorne? Das sieht interessant aus. Ach so, ist wieder SBB Cargo. Wahrscheinlich mit einer 482. Siehe da, 482046-0 mit Vascosa Druckgaskesselwagen. Ja, die 160. Das ist jetzt, glaube ich, nochmal einer der schneller zu befahrenen Abschnitte. Ich glaube, die 200 erreichen wir gar nicht mehr. 160 ist jetzt wirklich das Maß der Dinge. Und dann, genau, geht's schon los mit Halterwarten. In 4 Kilometern. Hm, 3 Kilometer noch. Vor ihnen ist noch ein langsamer Güterzug unterwegs. Dieser nimmt aber den Abzweig zum Freiburger Güterbahnhof. Die Strecke sollte nach etwas Geduld wieder frei sein. Im Fahrplan ist aber noch genug Luft für eine pünktliche Ankunft in Freiburg Hauptbahnhof. Ja, das denke ich mir aber auch. Wir sind heute so zügig gefahren. Das sollte passen. Ja, Richtung Freiburg Güterbahnhof geht's dann an diese Überleitstelle, an diese Abzweigstelle. Gucken wir uns dann gleich nachher nochmal an. Ich glaube, eine Strecke mündet in unserer Fahrtrichtung ein und die in Richtung Freiburg Güterbahnhof. Diese ist, ich nenne sie jetzt mal Hauptbahnhofsumfahrung, die zweigt dann in Fahrtrichtung links ab. So, auch wenn wir die Leistung jetzt hier theoretisch nicht unbedingt rausnehmen müssten, aber ich nehme sie mal raus. Das ist irgendwie immer so ein, ja, kognitiver Widerspruch, so eine kognitive Dissonanz, die da entsteht, wenn man den Leistungshebel nach vorne geschoben hat, aber das Fahrzeug von selbst bremst. Das, keine Ahnung, das habe ich überhaupt nicht gerne. Ich ziehe den auch immer zurück in der Simulation hier, weil ich nie weiß, funktioniert das Fahrzeug so haargenau, dass es dann eben wieder, na komm, dass es dann eben wieder von selbst langsam beschleunigt oder dass es wieder gleich ruckartig volle Leistungen reingibt. Und um das zu vermeiden, ja, ziehe ich den meistens immer ein Stückchen nach hinten. Dieses Beschleunigungsverhalten. Der Zug geht ab hier wirklich wie ein Sportwagen. Ist zwar ein etwas langsamerer Sportwagen, aber ich glaube, mit manchen Höchstgeschwindigkeiten können die Autos sowieso nicht mithalten. Besonders dann, wenn sie eben eine Ampel anhalten müssen. Und das ist unser Vorteil. Da können wir ganz klar, ja, sagen wir mal, den Zug überwiegen. Aber auch nicht an jedem Tag. Es gibt auch Tage bei der Eisenbahn, da stehst du mehr, als dass du fährst. Gerade wenn irgendwie draußen Unwetter waren und Signalanlagen beschädigt wurden oder bei Stürmen irgendwelche Bäume umgekippt sind, etc., dann kann das bei der Bahn auch mal länger dauern. Und dann bist du vielleicht auch mit dem Auto schneller. Oder in den meisten Fällen dann sogar. Aber wenn wir fahren und richtig fahren und vor allem nach Fahrplan, dann läuft das ganz gut. Sieht das nicht schön aus, echt?
gerade noch mit der Kurvenüberhöhung und wenn sich der Zug dann so ein bisschen in die Kurve hineinneigt. So, die Ankündigungstafeln. Die Vorsignalbarken für unsere Vorsignale. Richtungsvor- und Zeiger P. Wahrscheinlich für den Personenbahnhof. 130 darf gleich gefahren werden. So, zack, da kommen sie. Und wieder Leistung dazugeben. Genau, hier vorne kommt jetzt gleich der Abzweig. In Fahrtrichtung links geht es dann raus. Ich glaube... Ne, hier kommt nicht nochmal eine Strecke reingezweigt. Hier geht es nur raus, genau. Hier vorne ist hier diese Querverbindung. Und dann in Fahrtrichtung links geht's weg. Wir können auch der Fahrdienstleitung nochmal ganz kurz winken. Die saß hier gerade im Stellwerk. Und dann nochmal 150. Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass die Bahnstrecke Richtung TTC Neustadt um 10 Uhr gesperrt ist. Es findet verschiedene Platzverkehr statt mit verschiedenen Bussen, die entweder direkt nach TTC Neustadt fahren oder an den Unterwegshalten halten. Die Busse fahren vom Bahnhofsvorplatz ab. Bitte achten Sie hierbei auch auf die Lautsprecherdurchsagen. Wir wünschen allen Fahrgästen beim Bahnhof aufsteigen einen guten Tag. Ja, den schönen Tag wünsche ich auch all den Fahrgästen, die aussteigen. Das werden nämlich alle sein, die gerade zuschauen. In Freiburg Hauptbahnhof, in Freiburg im Breisgau Hauptbahnhof, endet nämlich unsere Fahrt. Und hier vorne müsste auch gleich der LZB-Austritt kommen. Insofern wir rausgeworfen werden. Vor allem sollten wir jetzt auch mal abbremsen. So, ja, damit haben wir den ICE-Ersatzzug mehr oder weniger erfolgreich nach Freiburg gebracht. Bisher eigentlich sehr erfolgreich, gab ja keine wirklichen Störungen zwischendrin. Die beiden 120er haben wir heute wirklich problemlos mitgespielt. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass irgendwie ja, die E-Bremse wieder mal Probleme macht oder dass die Lokomotive vielleicht mal wieder keine Leistung aufschalten möchte. Aber all das scheint heute wirklich... ja, problemlos geklappt zu haben. Gut, die E-Bremse, die hat einmal nicht von selbst ausgelöst, aber ansonsten wirklich alles top heute. Kann ich die Lokomotiven nur ganz brav streicheln. Haben sie fein gemacht. Und ja, in Freiburg im Breisgau befindet sich dann der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, mit unserer langen Garnitur passen wir hier eigentlich auch problemlos rein in den Bahnsteig. Oder an den Bahnsteig. Wir fahren aber trotzdem bis ans Ende vor. Ja, wenn dir die Fahrt im ICE-Ersatzzug gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Eine positive Bewertung unter dem Video in den Kommentaren. Und ansonsten, ja, wünsche ich weiterhin allseits gute Fahrt. Wünsche auch weiterhin viel Spaß auf dem Kanal. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal in den nächsten Tagen wieder besuchst. Jeden dritten Tag um 14 Uhr gibt es hier ein neues Video. Und ja, du darfst dich überraschen lassen, was als nächstes kommt. In diesem Sinne, noch einmal danke fürs Zusehen. Viel Spaß weiterhin auf dem Kanal.
Und ja, von der Seitenansicht der 120 verabschiede ich mich hier. Sage noch einmal, danke fürs Zusehen, wünsche alles, alles Gute und damit bis zum nächsten Mal. Dein Think New, Fly New.